Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer Special-Folge, Special-Zweiteiler. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Auf jeden Fall zu Cyberpunk 2077. Wir bewegen uns in einen Abschnitt hinein, in dem wir nicht mehr zurück können, hat uns das Spiel gesagt, bis alle Hauptmissionen abgeschlossen sind. Heißt für uns, eventuell wird das ein ganz spezieller Zweiteiler. Heute Abend kommen zwei Folgen. Das ist ein Versprechen. Heute Abend kommen zwei Folgen. Ich weiß nicht, wie lang jeweils die Folge wird. Das hängt vom Spiel ab. Und je nachdem, wer uns hinterher schaut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist an einem Punkt angekommen, von dem es kein Zurück mehr gibt. Wenn du das Restaurant betrittst, werden alle noch nicht beendeten Nebenmissionen und andere Aktivitäten wie Aufträge nicht mehr verfügbar sein, bis alle Hauptmissionen abgeschlossen sind. Wenn du noch etwas erledigen möchtest, solltest du das tun, bevor du dich mit Hanako triffst. Wir sind bereit. Das gefällt mir nicht. Und mir erstmal. Diese Porzellanschlampe bedeutet nichts als Ärger. Ich weiß, ich bin vorsichtig. Vorsichtig zu sein ist nicht gerade eine deiner Stärken. Beim ersten Anzeichen von Ärger hauen wir ab. Ja, erstmal abwarten, wie sich dieser Ärger entpuppen sollte. Oh Gott, wir haben gerade schon wieder eine Relic-Störung. Johnny, hilf mir! Sie hat alle weggeschickt? Scheiße. Wow. Ausgezeichnet. Du bist gekommen. Hanako? Danke fürs Treffen. Natürlich, wie. Und ich danke dir. Ehe wir ins Detail gehen, möchte ich dir etwas erklären. Und zwar, warum ich mich entschlossen habe, dir zu helfen. Du wusstest nicht, ob du mir glaubst, dass Yorinobu euren Vater getötet hat? Aber jetzt... Ich wusste es. Von Anfang an. Wie bitte? Was? Alle Vorstandsmitglieder wussten es. Hä? Absolut niemand glaubte die Geschichte mit der Vergiftung. Die Details passten einfach nicht zusammen. Du wusstest es und hast nichts getan? Und jetzt hast du plötzlich dein Gewissen gefunden? Mein Vater hat Fehler gemacht. Das weiß ich sehr wohl. Wenn ein Gegenspieler ihm im Weg war, hat er ihn gnadenlos beseitigen lassen. Yorinobu konnte so nicht weitermachen. Aber für Vater heiligte der Zweck immer die Mittel. Saburo Arasaka hat immer nur eines wirklich geschätzt. Weißt du, was das war? Wie der Vater, so der Sohn, hä? Ich würde sagen, die Familie. Die Familie. So? Ist es. Ihm lag am Herzen, dass sie überlebt, weiter besteht. Stabil und ohne Widersprüche. Polyende. Yorinobus Taten malen ein ganz anderes Bild. Yorinobu hat die Hand gegen Vater erhoben. Aber er ist ein Arasaka, Teil der Familie. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Du sollst nur wissen, dass meine Untätigkeit keine Absicht war. Es ist komplizierter. Er ist dein Bruder. Es war schwer und wird noch schwerer, schon klar.
Aber warum der Sinneswandel? Wir wurden auf der Parade gewarnt. Sicherheitsvorschriften wurden verletzt. Es kamen die ersten Zweifel auf. Noch mehr in deinem Versteck. Als die Schläger meines Bruders nicht zur Rettung, sondern zum Töten kamen. Yorinobu war bereit, dich einfach so zu opfern. Mein Vater hatte recht. Wir haben Yorinobu nie etwas bedeutet. Ich wurde als Herz der Familie erzogen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass Arasaka auf sein Herz hört. Und die Gerechtigkeit siegt. Hast du wie vereinbart Soulkiller mitgebracht? Finger am Abzug, verrat ihr kein Wort. Du scheinst mir nervös. Ist irgendwas? Ich weiß nicht. Dieser AV ist schon dreimal vorbeigeflogen. Glaubst du, jemand verfolgt dich? Keine Zeit für Ablenkungen. Hast du Soulkiller dabei? Nein, ich habe keinen Soulkiller. Hältst du mich für dumm? Und? Hältst du mich für so dumm, dass ich darauf reinfalle? Ich will hier lebend raus. Hätte ich solche Absichten, hätte ich einen deutlich diskreteren Ort als diesen ausgewählt. Wir sind hier, weil ich weiß, wie man dein Leben retten kann. Ich kann dich nach Mikoshi führen. Und wie? Mikoshi existiert nicht in der wahren Welt. Aber seine Zugangspunkte. Und einer ist ganz nah. Wo? Hier in Night City. Unterhalb des Arasaka Towers. Lass uns abhauen. Sofort. Du willst weg? Wie kommst du nur darauf? Dann quatsch nicht dauernd dazwischen und hör ihr zu. Das wird ein Desaster. Setz dich. Wir haben keine Zeit. Und du hilfst mir im Austausch gegen... Mein Bruder. Riechst du das auch? Stinkt nach Bullshit. Geh bloß nicht drauf ein. Er muss für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden. Wir trinken erstmal einen Schluck. Ich muss überlegen. Ich bin voll nervös. Du willst deinem Vater rächen. Verantwortung? Du willst deinen kleinen Bruder umbringen? Deine Sache, nicht meine. Ja, ja. Alles in Ordnung? Sprich's ruhig aus. Das macht's leichter. Ich will ihn bestrafen. Zu schwammig. Du willst ihn tot sehen. Ich will, dass die Arasaka Corporation die Wahrheit erfährt. Und wie hast du dir das vorgestellt? Yorinobu. Hanako-sama, soro-soro go-jitaku ni omodori itadaite. すぐに住むわ. Yorinobu wird bald ein Vorstandsmeeting einberufen. Repräsentanten aller Fraktionen nehmen daran teil. Der perfekte Moment, ihnen mitzuteilen, wie mein Vater wirklich gestorben ist. Ich will dich in dieses Meeting holen, damit du gegen meinen Bruder aussagst. Aussagen, hm? Spiel einfach mit offenen Karten, Hanako. Hilf mir, Yorinobu loszuwerden. Dann helfe ich dir, das Konstrukt loszuwerden. Wir sollen... Nehmen wir an, es klappt. Was dann? Oh Mann. Übernimmst den Arasaka-Thron? Wie kommst du denn darauf? Ich ging davon aus. Außerdem hat Takemura gesagt, es war ohnehin geplant, dass du Yorinobu in Night City vertrittst. Jeder sollte wissen, wo er hingehört. Giulio. Das hat mein Bruder nie verstanden. Ich weiß es. Und will daran auch nichts ändern. Johnny, gib mir doch mal einen Tipp, verdammt. Du willst nicht oder darfst nicht? Immerhin bist du eine Frau. Ich entscheide über mein Schicksal. Das solltest du auch. Also? Du
willst, dass ich Yorinobu vor der versammelten Führungsspitze schlecht mache? Nenn mich verrückt, aber das klingt nach Selbstmord. Das weiß ich. Deshalb werde ich die nötigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Und wie stellst du dir das vor? Du wirst sehen. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss drüber nachdenken. Das klingt direkt ablehnend. Wir gehen mal hier rauf. Das Angebot ist gut. Ich muss das überdenken. Natürlich. Oh, aber nein. Denk schnell. Yorinobu ist seit der Parade argwöhnisch. Wir haben nicht viel Zeit. Wir verschwinden hier, und zwar jetzt. Alles in Ordnung? Ja, ja. Es ist nur... Du blutest. Oh. Fuck. Sieht aus, als läuft dir die Zeit davon. Zögere nicht. Triff eine Entscheidung. Ich denk drüber nach. Oh shit. Du brauchst frische Luft. Sofort. Oh Gott, wir müssen raus. Komm schon, wie? Komm schon. Raus. Ich hab dich gewarnt. Was machst du? Hä? Scheiße, wir sind jetzt so kurz davor, wie. Und du kannst dich nicht mal auf den Beinen halten. Aber ich schon. Dein Körper hört auf mich. Verstehst du, was ich sagen will? Klar verstehe ich's. Du willst, dass ich dich ans Steuer lasse. Ich will dir das Leben retten. Wirf das Pseudo-Endotrizin ein und lass mich ans Steuer. Ich bringe uns nach Scheiß Mikoshi. Wie noch gleich? Jedenfalls ohne diese hinterfotzige Arasaka-Porzellanpuppe. Ohne Hilfe. Haben wir keine Chance. Stimmt. Deshalb werde ich Rogue dazu holen. Sie hat's immer noch drauf. Außerdem schuldet sie mir was. Die hätte vielleicht vor 50 Jahren was für dich riskiert. Aber jetzt glaube ich kaum. Ich überzeug sie. Schließlich kennen wir uns mit solchen Sachen aus. Wir sprengen uns in den Saka Tower, genau wie früher. Und dann suchen wir den Weg nach Mikoshi. Das ist unsere einzige Chance. Brauche ich dich denn? Ich kann Rogue auch selbst fragen. So ein Risiko wird sie nicht mit einem eingehen, der noch Söldnerwindeln trägt. Mit mir? Mit mir wäre es fast so wie früher. Wir haben mittlerweile einen Ruf, Johnny, das vergisst du. Hanakos Angebot steht noch. Sorry, als ob Hanako... Ach komm, lass den Scheiß. Sie hat wenigstens Macht und kann helfen. Ja, mit einem One-Way-Ticket in die Leichenhalle. Diese Saka-Fotze hat deine Schaltkreise frittiert. Rogue und ich ziehen das durch, genau wie früher. Was ist mit Panam? Sie hat Hilfe angeboten. Ich weiß, du und Panam, ihr habt was Besonderes. Das verstehe ich. Echt. Aber genau deshalb ist die Idee scheiße. Du solltest sie da nicht reinziehen. Den Fehler habe ich auch mal gemacht. Lass sie und ihre Leute außen vor. Wenn einer stirbt, gibst du dir am Ende nur die Schuld. Unsere einzige Hoffnung sitzt genau in diesem Moment im Afterlife. Und sie heißt Rogue. Ich würde ungerne Panam wirklich mit reinziehen. Ich würde Panam ungerne mit reinziehen. Ich weiß nicht, ich brauche Bedenkzeit. Ich entscheide das nicht. Du glaubst du überhaupt, dass das klappt? Hanakos Angebot steht noch. Puh,
sorry, als ob Hanako... Ach komm, lass den Scheiß. Sie hat wenigstens Macht und kann helfen. Ups, das kennen wir schon. Ja, mit einem One-Way. Diese Saka-Fotze hat ja, Rogue und ich ziehen. Das kennen wir schon. Ich weiß nicht, ich muss drüber nachdenken. Ich entscheide das nicht, du. Oh Mann, Scheiße. Letztendlich. Schön langsam, Arschloch. Was soll das werden? Das ist mein Körper. Ich entscheide. Nicht dieses Mal. Johnny! Oh oh. Oh oh nein. Scheiße, sieh dich doch an. Na toll, du machst schon wieder einen Abgang. Langsam. Beweg dich erstmal nicht. Vic? Ich weiß, es tut weh. Du warst weggetreten, als du hier ankamst. Musste dir Beta-Haloperidol geben. Aber Lichtübersensibilität ist gut. Heißt, dass deine Sehnerven noch intakt sind. Mein Kopf. Ah. Der Biochip ist fast wieder stabilisiert. Fühlt sich an... Als ob jemand deinen Kopf als Messerblock benutzt. Wie bin ich hier gelandet? Hast dich hergeschleppt, mehr tot als lebendig. Hast Misty mächtig erschreckt. Hast den Patienten, der hier lag, vom Tisch geschubst. Und verlangt, sofort behandelt zu werden. Sag ihm, es war dein Schutzengel. Ich... war nicht ganz ich selbst. Ich weiß. Ziemlich beunruhigend. Sag mir die ganze Wahrheit, Vic. Du bist an einem kritischen Punkt. Versuch, dich aufzurichten. Vorsichtig. Okay. Aber erwarte kein Wunder. Langsam. Wieder ein Sieg für die Geschichtsbücher. Wenn du was zu sagen hast, Vic, sag's einfach. Und wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Sag du's mir. Wenn ich mir dich angucke, nicht lange. Noch ein Anfall und du kriegst nirgendwo mehr hin. Du wirst in irgendeiner Gasse krepieren. Das ist deine letzte Chance, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Kapiert? Die Sache... in die eigene Hand nehmen. Was glaubst du, tue ich die ganze Zeit? Was es auch ist, es führt dich immer wieder auf meinen Tisch. Siehst du das Zeug da drüben? Ja, was ist damit? Dort findest du die letzte Dosis Pseudoendotrizin. Geschenk von Misty. Willst du den Stimmen im Kopf nachgeben? Nur zu? Verlass die Welt. Still und leise. Oder finde einen anderen Weg. Bring es auf deine Art zu Ende. Ich hab dir auch ein Geschenk hingelegt. Oh nein. Locker. Schaff die paar Meter bis zum Tisch ohne Hilfe. Der Rest liegt allein in deiner Hand. Oh nein. Du hast ihn gehört. Wir haben noch eine Chance. Ich übernehme. Endotrizin, Rogue, Saka Tower. Nur so haben wir eine Chance. Hör auf zu nerven, Johnny. Es ist meine Entscheidung. Ich muss darüber nachdenken. Du willst dir das Hirn zermartern? Okay. Aber nicht hier unten. Wie? Scheiße, das habe ich gehört.
Oh. Gehört? Was? Geh und bring das in Ordnung. Aha. Ich glaube, ich schaff's. Wie auch immer du entscheidest, zuerst sollten wir von hier verschwinden. Oh Gott, ich... Nimm die Pillen. Sag mal, wer hat gewonnen? Oh, du hast es gehört. Ist er wieder aufgestanden, dieser Walsh? Nein, tut er nie. Was meinst du? Ist eine Wiederholung. Gucke ich immer mal an. Warum hast du dich dann so aufgeregt, wenn du wusstest, wer gewinnt? Keine Ahnung. Vielleicht denke ich einfach nur gern darüber nach, was Walsh falsch gemacht hat. Und das wäre? Gegen einen Stärkeren in den Ring zu steigen. Aber das als Fehler zu bezeichnen, wäre komisch. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken, Vic. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Und jetzt geh. Ich will zumachen. Nimm die Meds und tu, was du tun musst, Vic. Danke, Vic. Das werde ich. Pass auf dich auf. Viel Glück, Kleiner. Misty. Hey, wie, ich hab deine Gedanken gehört. Das war nicht meine Absicht. Tut mir leid. Nicht nötig. Ich weiß, was los ist. Und ich weiß, es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Wenn du es hier nicht entscheiden willst, ich kenne da einen besseren Ort. Okay. Ich glaube, Vic hat eh die Schnauze voll von mir. Sei ihm nicht böse. Seine Chakren sind heute blockiert. Und er hatte zu viel Kaffee. Und lass mich raten. Meine Aura stört. Mhm. Fürchte, ja. Okay, geh vor. Was macht diesen Ort so besonders? Ich war mal mit Jackie dort. Ist nicht weit. Jackie? Was hat er mit all dem zu tun? Du wirst sehen. Na komm. Oh shit. Ey, ich trau mich gar nicht, irgendwas zu sagen. Ganz oben. Er hatte denselben Gesichtsausdruck. Wer? Jack? Das war's, Chica. Ich bin am Ende. Klingt nicht nach dem Jackie, den ich kannte. Es ist lange her. Seine Mutter hatte gerade erfahren, dass er bei den Valentinos war. Glaub mir, Signora Wells auf der einen Schulter, dein Gangkumpel auf der anderen. Wer kann sich da entscheiden? Mein Jackie hatte es nicht leicht, aber er fand den Mut, sich zu vertrauen. Nachdem wir hier waren. Ohne Witz, ich denke die ganze Zeit drüber nach. Wir werden vor die Entscheidung gestellt werden. Also wir werden definitiv vor die Entscheidung gestellt, ob wir Johnny das Ruder überlassen oder ob wir wie bleiben. Und ich weiß einfach nicht, was ich nehmen soll. Schon besser. Siehst Luft. Du die? Die rote ich komme Pille. Her, wenn ich mal raus will. Und die blaue Pille. Zum Nachdenken. Sie hat recht. Du solltest dich auch mal hinsetzen und über alles nachdenken. Danke, Misty. Du hattest recht. Guter Platz. Sag mir, was hat Jackie hier beschlossen? Ach,
Du weißt schon. Irgendwann werde ich eine Legende sein. Ich lasse dich jetzt allein. Nimm dir Zeit. Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. Ich dachte wirklich, das war's. Nope. Immer noch da. Vorerst. Du solltest alle anrufen, von denen du dich verabschieden willst. Wow, Worst-Case-Szenario. Das klingt düster. Nein, aber was immer du entscheidest, birgt Risiken. Wenn's nicht so läuft, wie wir wollen. Mach's einfach. Wenn du irgendwen sprechen willst, tu's jetzt. Die Pillen können warten. Oh, Scheiße. Wir verabschieden uns schon. Oh nein, das ist das Ende. Oh nein. Wir rufen auf jeden Fall Panam an. Ich rufe Panam an. Panam. Ich will nur ihre Stimme hören. Ich hoffe, das ist alles. Wirklich alles. Hey. Panam, hey. Weißt du, wie spät es ist? Tut mir leid, dass ich so spät störe. Rufst du deswegen an, um dich für die späte Störung zu entschuldigen? Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen. Was? Weißt du, meinetwegen. Geh doch. Nein, so meine ich das nicht. Entscheide dich mal. Es gibt da was, das ich heute tun muss. Das Risiko ist hoch. Enorm. Aber ich muss es tun. Was ist es? Nichts fürs Holo. Lieber persönlich. Dann laber nicht und sag mir, wo du bist. In der Stadt? Ja. Okay. Setz dich irgendwo hin und warte. Ich komm zu dir. Du verstehst nicht. Die Zeit habe ich nicht. Hat das mit dem zu tun, was du mir erzählt hattest? Hat es. Okay, dann sag ich dir jetzt was. Es gibt immer einen Ausweg. Du machst Folgendes. Atme ein paar Mal tief ein und denk nach, worüber wir geredet haben. Dann ruf mich wieder an. Aber... Ende der Diskussion. Oh nein! Gut gemacht. Sie hat mich nicht zu Wort kommen lassen. Ist wohl besser so. Du hättest nur zu viel ausgeplaudert. Gut, dass du angerufen hast. Diese Chance hätte ich damals auch gern gehabt. Wir haben echt viel zusammen durchgemacht, ha? Huh? Überleg mal. Alles hat auf einem Müllhaufen angefangen. Dann wolltest du mich umbringen. Genau das meine ich. Und jetzt versuche ich dir den Arsch zu retten. Wenn du es nur zulässt. Oder du versuchst es mit Panam und ihren Wanderhuren. Aber wenn sie sterben, wirst du darunter leiden. Oder du nimmst Arasakas Stil an, aber dann hast du deine eigene Seele auf dem Gewissen. Oh nein! Nein! Ich kann nicht speichern! Arasaka zu vertrauen ist riskant, aber lohnt sich. Ich bitte Panam um Hilfe. Du und Ro sollten das übernehmen. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Das ist eine Entscheidung ohne Rückfahrkarte. Ich will nicht. Ich weiß nicht, gerade die letzte Aktion von Johnny im Fahrstuhl, die hat mich misstrauisch gemacht, ob er wirklich unseren Körper wieder freiwillig verlässt. Diese Zweifel kamen mir im Fahrstuhl. Panam würde ich wirklich gerne um Hilfe bitten, aber gleichzeitig auch nicht. Ich habe Angst, dass das Spiel denn so programmiert ist, dass sie stirbt.
Ich habe echt Angst, dass sie stirbt. Und Arasaka zu vertrauen, ja. Das ist wirklich sowas wie die Fahrt in die Höhle des Löwen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Es tut mir so leid. Ich kann mich nicht entscheiden. Es tut mir so leid, dass es gerade so lange dauert. Ich könnte gerade heulen, ne? Ich könnte gerade echt heulen, weil ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll. Also das werde ich nicht machen. Das werde ich nicht machen. Boah. Ich will Panam nicht verlieren. Ich will Panam einfach nicht verlieren. Wir gehen den Deal ein. Ich weiß jetzt schon, dass das falsch ist. Aber das ist das Einzige. Ich will nicht meinen Körper verlieren. Ich will nicht meine große Liebe verlieren. Wenn, dann trifft es nur mich und sonst niemanden. Let's go. Ich denke, wir könnten es mit Arasaka versuchen. Was sollte der Scheiß? Wie kannst du so scheiße stur sein? Das habe ich definitiv von dir. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Nein! Nicht jetzt nochmal entscheiden! Nein! Das ist Spiel! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Moment, ich brauche noch etwas. Ich könnte einfach jetzt Schluss machen. Ja, sei nicht sauer. Moment, ich brauche noch etwas. Nein, nein. Wir haben... Ich habe die Entscheidung getroffen. Ich hasse dich, Spiel. Ja, aber sei nicht sauer. Das geht mir dermaßen am Arsch vorbei. Ich glaube, die Entscheidung wirst du bereuen. Nein! Und wenn du es merkst... werde ich nicht da sein, um dir zu helfen. Das könnte das letzte Mal sein, wenn es nicht klappt. Ich will einfach da sein, alles merken. Wir sehen uns in Mikoshi. Ist Johnny jetzt weg? Johnny. Okay. Nur ich. Panam anrufen und um Hilfe bitten. Hanako anrufen und das Gebot annehmen. Oh Gott. Ich kann aber auch nicht... Ich kann nicht speichern. Ich hasse dich, Spiel. Ich deinstalliere dich. Endlich. Ein Angebot. Ich nehme es an. Du hast dir Zeit gelassen. Zwischenzeitlich hat Yorinobu etwas unternommen. Was denn? Mein Bruder hält mich als Gast in seinem Anwesen in North Oak fest. Als Gast? Eingesperrt? Ja, seine Leute bewachen mich zu meiner Sicherheit. Ja, klar. Glaubst du, Yorinobu weiß was? Vieles hätte ihn hellhörig werden lassen können. Es gibt keine andere Erklärung,
mich hier festzuhalten. Dann hole ich dich raus. Ich kann ziemlich überzeugend sein. Ich danke dir. Wo bist du? Bei Victor, meinem Ripper-Doc. Hinter einem kleinen Laden namens Misty's Esoterikum. Ich schicke dir jemanden, der dich zum Anwesen fährt. Und ich... dann besuchen wir meinen Bruder im Arasaka Tower. Ich könnte auch alleine fahren. Ich... Wieso schickt sie uns jemanden? Sie hätte uns doch einfach die Adresse geben... Oh nein, ich hab alles versaut. Ich hab die falsche Entscheidung getroffen. Ich hätte Panam um Hilfe bitten sollen. Oh, ich hab so Selbstzweifel gerade. Ich hab so Selbstzweifel. Misty wartet. Bist du das, wie? Oder? Ja, ich bin's. Und was nun? Ich warte auf meinen Fahrer. Komm rein, wir warten zusammen. Da du ohnehin warten musst, soll ich für dich legen? Klar, ja, bitte. Gerne. Manche glauben, Unsicherheit ist böse und nur Weissagung kann sie vertreiben. Andere sagen, Veränderungen sind böse. Aber das stimmt auch nicht. Wir verändern uns andauernd, ununterbrochen. Wir sollten nicht die Veränderung fürchten, sondern zu wem wir werden. Deshalb müssen wir unseren Weg kennen. Ich habe das extra für dich und Johnny zusammengestellt. Deine Zukunft ist seine. Und umgekehrt. Okay, bin bereit. Wir beginnen mit dir, Vi. Der Narr. Was eine Überraschung. Schauen wir uns das mal genauer an, um die Bedeutung zu erfahren. Der Narr symbolisiert den Anfang einer Reise, die Ankündigung von etwas Neuem. Er ist das innere Kind, neugierig auf die Welt, aber auch naiv und sorglos. Klingt nach dem Wie, den ich kennengelernt habe. Der Magier. Eine Person mit Talent und Charisma. Ein Anführer. Klingt nach Johnny. Die Karte ist umgekehrt. Das kann für eine Suchtneigung sprechen. Geistige Störungen. Okay, definitiv, Johnny. Der ganze Typ ist eine Störung. Die letzten Karten handeln von eurer Zukunft. Oh nein. Ich will sie gar nicht wissen. Der Teufel. Oh shit. Hast du noch einen anderen Stapel? Einen fröhlichen? Ja. Das ist kein Witz, Weh. Ein umgekehrter Teufel steht für Unterwerfung, Kontrollverlust, Aggression, das Böse, ein Machtkampf. Was immer du vorhast, fass es als Warnung auf. Okay. Und Johnnys? Der Mond. Das klingt doch nicht schlecht, oder? Ich weiß nicht, wie. Der Mond steht für Rätsel. Ja, ich habe gerade auch Fragezeichen über Kopf. Ich glaube, das ist für dich. Warte, ist das eine Arasaka-Limo? Ja, ist es. Aber wie? Die haben Jackie getötet und jetzt arbeitest du für die? Du verstehst es nicht, oder? Nein! Jackie ist tot, weil wir eine dumme Entscheidung getroffen haben.
Nein! Und alles andere sind nur die Konsequenzen. Ich will doch kein Arsch sein! Die Karten haben nicht gelogen. Du hast dich verändert. Und zwar zum Schlechteren. Das Nein! Ich. Nein, hab ich doch nicht gemacht. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Mist, es tut mir so leid. Ach, hier landet also Arasakas beste Technologie. Schau. Ach. Und wo ist der Ripper? Liest im Hinterzimmer die Zukunft aus Rattenknochen? Hey Mann, Alter, halt's Maul. Genau. Hat gerade vorhergesagt, dass ich dir deine Fickfresse poliere. Du erinnerst dich doch noch daran, oder? Oh ja. Aber ich weiß auch noch, worüber wir damals geredet haben. Das Konstrukt in deinem Kopf und wie es deine Entscheidungen beeinflusst. Dasselbe Konstrukt, das in seinem letzten Leben 2 Atombomben im Arasaka Tower hochgehen ließ. Und jetzt haben du und dieses Konstrukt beschlossen, bei Arasaka aufzuräumen. Nein. Ein interessanter Zufall, findest du nicht? Quatsch! Johnny ist gerade mit Blockern unterdrückt und Arasaka ist mir egal. Für mich geht's hier um Leben und Tod. Mhm. Ich hab dich im Auge. Fahren wir. Ey, ich hätte den Typen abknallen sollen, ne? Ist der Typ widerlich. Misty! Nein! Das gibt's doch nicht. Werde ich echt zum Arsch? Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott. Alter, ich hab's. Sie ist da. Ich hab's so Angst. Warum hat sie sich nicht gemeldet? Oh oh. Wer? Hanako. Hilf mir auf die Sprünge. Was hast du hier gleich noch verloren? Oder ich? Master V und sein Chauffeur. Vorsichtig, okay? Wenn du meinen Wagen crashst. Bin ich etwa dein Chauffeur? Das war nicht vereinbart. Mit mir auch nicht. Klugscheißer. Also, halt die Klappe und fahr. Oh Mann, ich hab Bauchweh, ne? Ich hab richtig Bauchweh, was jetzt kommt. Und jetzt zum lustigen Teil. Die Limo ist Arasakas, aber hinterm Checkpoint sind Wachen postiert. Verhalte dich natürlich. Ich meine, verhalte dich ruhig und es wird schon klappen. Wir waren vor Arasakas Toren das letzte Mal. Ist alles in Ordnung? Bis auf Weiteres darf niemand das Anwesen betreten. Auf Befehl von Yorinobu Arasaka. Hanako erwartet uns. Sei so gut und mach jetzt keinen Ärger. Hm? Auf Befehl von Yorinobu Arasaka. Soll das ein Witz sein? Sie wissen doch, wer ich bin. Ja. Aber der da nicht. Identifizieren Sie sich. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich will's erst noch... Hanako Arasaka erwartet uns. Keine Bewegung. Das riecht nach Ärger. Ich erlebe... Im Moment wird Verstärkung hier sein. Was? Scheiße, verdammt. Okay. Er hat's für mich erledigt. Super, Hellmann. Wie war das noch? Wir sollen uns natürlich verhalten? Ach, halt's Maul. Scheiße, verdammt. Was jetzt? Die lassen uns nicht in ihre Nähe. Tja, dann müssen wir uns den Weg eben freiräumen. Ja. Tu, was du nicht lassen kannst. Du holst Hanako. Ich bin beim AV. Ich bin im Schlafzimmer, im mittleren Teil des Gebäudes. Anders, geh den AV holen. Aber zuerst müssen wir die 4 Wachen neutralisieren. Wie? Ist das klar? Nur 4? Sicher. Neutralisieren. Ich störe ihre Funkverbindung, damit sie keine Verstärkung erhalten. Kann ich jetzt speichern? Ich kann nicht speichern! Du Scheißspiel, ich hasse dich! Ich hasse dich, ich kann nicht speichern. Okay, komm, Konzentration.
Wir können ja auch nicht hacken. Ah, warte mal doch. Hallo? Jetzt. Sollen wir mal Kurzschluss probieren? Ist er freck? Oh ja, der hat ordentlich Federn gelassen. Das war's. Sie wissen, dass ihr hier seid. Ihr müsst sie neutralisieren. Oh, was ist das? Allesamt. Was war das? Was? Überhitzen? Wie jetzt? Ich hab mein Scharfschützengewehr nicht bei. Ach du Scheiße. Vorsicht. Drinnen sind noch 5 weitere Wachen. Und in der Garage links ist ein Dweller. Umzingelt ihn! Oh, aua. Ah, die haben Tech-Waffen, die Pisser. Nein! Ah, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte, 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 warte. Warte. Kleiner Moment. Kleiner Moment. Das muss ich auswechseln. Pass auf. Panams Gewehr. So. Hier kommt das Sturmgewehr hin. Ja, wir brauchen eine Schnellfeuerwaffe. Und auf Platz 1 kommt nur 5. Das ist nicht viel Schaden. Wir sind eh entdeckt worden. Da können wir auch volle Pulle machen. Boah, irgendwer hackt mich. Was war der? Oh oh. Oh oh. Da. Das ist ein Netrunner. Drecksack da oben, ne? Treff ihn nicht. Neutralisieren! Der ist das. Ziel eingekettet! Feuer! Breach-Protokoll. Wir brauchen bessere Dingens. 7a. Massenverwundbarkeit. Oh, Mist. Nein. Natürlich, meine ich es ernst. Ihr schießt auf mich. Da schon wieder scheiß Scharfschütze. Der hebt ja immer noch. Ah, Mist. Fuck, fuck, fuck. Halt euch zusammen! Ach komm, den krieg ich so platt.
Hier ist ja noch einer. Das ist der Netrunner. Oh, 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 oh. Der ist schnell. Aber gleich nicht mehr. Mann am Boden, Position übernehmen! Eigentlich ist es Blödsinn. Jetzt? Mach das nur noch schlimmer für dich. Komm einfach raus. Ich glaube, ja, das ist der letzte von Yorinobus Leute. Ich erwarte euch. Smartschrotflinte. Fast am Anwesen. Gut, lande beim Pool. Diese Leute haben mir keine Wahl gelassen. Wir haben eine Mission. Du musst dich zusammenreißen für uns alle. Ich muss gar nichts. Es ist bloß. Ich glaube, ein Krieg hat begonnen. Krieg ist übertrieben, oder? Und ein vorbelastetes Wort für eine Arasaka. Denkst du das wirklich? Ich zähle nur, wie viele wir sind. Du, ich, Hellmann. Das sind drei. Oder eher zweieinhalb. So oder so. Es ist nicht viel gegen Arasaka und all seine Armeen. Mein Bruder ist nicht ganz Arasaka. Zumindest noch nicht. Das weiß er auch. Und aus dem Grund umgibt er sich mit Kriminellen wie Adam Smasher. Soll mich das etwa aufmuntern? Fest steht, wir sind auf uns gestellt. Mein Vater war auch auf sich gestellt und hat ein Imperium errichtet. Bitte. Ist es nicht etwas früh für Champagner? Nun, wenn es dich beruhigt, sieht da noch irgendjemandem die Hände? Nicht nötig. Meinen Händen geht es gut. Und der Rest von dir? Ich sehe das anders. Ging schon besser. Wie meinst du das? Ich habe diese... Blackouts. Hellmann? Wenn ich raten müsste, ist sein zentrales Nervensystem durcheinander. Ein Wunder, dass er noch laufen kann. Wir müssen uns beeilen. Wenn wir mit Yorinobu fertig sind, sehen wir, was wir für dich tun können. Oh Mann.
Oh, diese Stille, ne? Ich mag sie überhaupt nicht. Keiner sagt was. Ich glaube, das ist die Ruhe vorm Sturm. Ist alles vorbereitet? Fast. Ah, nein. Nicht jetzt. Sollte er. Es geht schon. Hier. Total Immortal. Oh Mann, ey. Deine letzte Chance. Wir haben Levelaufstieg. Heißt, ich kann einen Vorteilspunkt. Vielleicht, obwohl ich bezweifle, dass uns an dem Punkt noch überhaupt irgendetwas weiterbringt. Vielleicht. Klingenwaffen haben wir momentan nicht. Warte mal. Mit Scharfschützengewehr und Präzisionsgewehren. Kann ja nichts schaden. Wozu? Mir deinen Plan mitzuteilen. Was, wenn ich keinen habe? Stell dich nicht dumm, Hanako. Du und Takemura hatten einen bei der Parade. Einen Plan. Kurz darauf war nichts von ihm übrig. Und trotzdem sind wir jetzt hier. Weißt du warum? Weil man manchmal der Wahrheit ins Gesicht sehen muss. Das habe ich an diesem Tag getan. Dank dir. Du hast einen sehr ehrlichen Blick. So wollen wir den Arasaka-Vorstand also umstimmen? Ich soll sie anstarren? Und die Waffe bereithalten. Wenn mein Charme nicht wirkt, versuchen wir es mit altbewährten Mitteln. Ich konnte schon verstanden. Nein, du wirst es noch verstehen. So wie alle anderen. Hä? Oh nein, Hanako, spricht doch nicht in Rätseln. Mensch, ich bin eh schon verunsichert. Wohin gehen wir? Das ist eines von Arasaka am besten gehüteten Geheimnisse. Moment, ist das... Vaters Büro, eine exakte Kopie des Originals in Tokio. Er hat in jeder Arasaka-Zweigstelle der Welt eins bauen lassen. Jeder Gegenstand. Jedes Detail. So angeordnet, dass er sich blind zurechtfinden würde. Vater, wie er leibt und lebt. Sorgfältig, penibel. Lebte. Was? Wie bitte? Du meinst, wie er lebte. Idole sind beständiger, als du glaubst. Die Frage ist, ob die Fraktionsanführer den Arasaka-Werten treu bleiben. Und ob sie den Mut haben, ihre Fehler zuzugeben. Und wie wahrscheinlich ist das? Wahrscheinlicher, als du denkst. Komm. Cool.
Noch ein Fahrstuhl. Wir fahren nach unten? Ich sagte doch, Mikoshi kann nur von einem Raum unterhalb des Arasaka Towers betreten werden. Bevor wir die Vorstandssitzung unterbrechen, müssen wir noch eins tun. Hä? Ich habe immer mehr das Gefühl, du sagst mir nicht die ganze Wahrheit. Ich auch. Vermutlich, weil ich dir nicht die ganze Wahrheit sage. Ich bin vorsichtig. Ich dachte, wir vertrauen einander. Zwischen uns herrscht nun Vertrauen. Hey Mann. Deshalb bist du hier. Mach keine Scheiße, obwohl ich vorher, kurz nachdem du mich entführt hast, deinen Rat gesucht habe. Wessen? Vaters. Das Büro ist nicht die einzige Kopie hier. Was? Was? Otō-sama. Kono hito yo. Omae wa wagasha kara nusumi wo hatarayta. Fuck, träume ich? Sarani wa musume no yukai ni katan shi, kondo wa musuko wo homuri saro to shite iru. Arasaka ni zeibun to urami ga aru yo da na. Nein! Fick dich, Silberhändler, schön grüßen. Hier. Du hättest mich warnen können. Nein, hätte ich nicht. Wieso nicht? Wie? Du bist respektlos. Nee, nein. Nein, nein, nein. Das ist Johnny, der aus uns redet. Warum bin ich hier? Und warum? Goku arifureta ningen wa toki ni juyou na yakuwari o ninau. Unmei no itazura to demo iu beki ka. Seito shi. Sono hazama ni. Garasu ga aru. Watashi tachi no shimei wa. Sono kyoukai wo kageri naku usuku suru koto da. Omae wa sono prosesu no ichibu to natta. Ich tue das hier nur für mich. Und ich werde nicht hinter einer Glasscheibe enden. Daitan Sato Goman sono kyoukai mo mata usui mono da. Sate, jikan wo muda ni suru no wa eyosou. Junbi wa iizo. Hanako. Hajimero. Womit? Otō-sama. Fertig. Wir können gehen. Nichts wie weg hier. Alter, ist das ein... Ist das ein... So was ähnliches wie ein Engramm vom Vater? Ich... Nein! Johnny! Nein! Nicht jetzt! Nein! Johnny versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Es dauert nicht mehr lange. Wie? Bleibst du bei uns? Ich fühle mich wie ausgekotzt. Aber ich versuch's. Uns stehen schlimme Momente. Deine Leute. In gewisser Weise, ja. Soll heißen.
Inwiefern sie an mich glauben oder an mein Geld, das weiß ich nicht. Das macht für sie wahrscheinlich keinen Unterschied. Takemura-Loyalist. Du nimmst nie ein Blatt vor den Mund. Deshalb hast du mich hergebracht. Ihre Beweggründe sind ja auch egal, solange sie in die richtige Richtung schießen. Wenn es unvermeidbar ist. Und nur dann. Du meinst, wenn der Vorstand uns kein Wort glauben will? Falls. Nicht wenn. Und dann soll ich die auch neutralisieren. Halte deine Waffe bereit. Und kein Wort, bis ich es sage. Ganz egal, was passiert. Du musst mir vertrauen. Naja. Hier können wir wenigstens speichern. Oh Gott, ich bin so nervös. Es ist eine Insel. Nur ein. 12.000 Einwohner. Wir könnten sie umsiedeln. Auf andere Inseln. Ist doch ein Archipel. Das klingt sehr kostspielig. Keine Umsiedlung. 12.000? Das fällt doch keinem auf. Entschuldigung. Ich bin zu spät. Hanako? Was tust du hier? Mein Bruder. Wo ist er? Er sagte, wir sollen ohne ihn anfangen. Gut. Dann beginnen wir ohne ihn. Beginnen? Was? Die Enthebung Yorinobus von seiner Position als CEO von Arasaka. Hab ich richtig gehört? Was tun Sie da? Sie können doch nicht... Hanako, ich glaube, Sie schulden uns eine Erklärung. Wie? Das ist dein Platz. So lasse ich mich nicht behandeln. Darf ich? Alle warten. Zieh ab jetzt, Mensch. Ich habe keine Zeit. Das ist skandalös. Sehr freundlich. Yorino hat meinen Vater ermordet und seinen Tod für seine Kriegshetze ausgenutzt. Und sie wussten davon. Sie alle. Faszinierend. Absurd. Was sagst du da? Ach, nichts als Lügen. Haben Sie noch etwas außer Anschuldigungen? Einen Augenzeugen. Es ist wahr. Alles. Hab's mit eigenen Augen gesehen. Was hast du gesehen? Ach, wie Yorinobu seinen eigenen Vater erwürgt hat. Wird ja immer interessanter. Zugegeben, eine ernste Beschuldigung. Aber nicht mehr. Wenn unsere Aussagen nicht ausreichen, vielleicht hören sie ja auf meinen Vater. Oh. Misagi hatte da Yasurami. Arasaka-sama? Akago no yō ni mamma to damasareta ga, Hiyorimi shugi ni hashitta ga, izure ni seyo, kare ni mo yakuin de aru mono tachi ga nanto nasakenai. Tja, soll uns das überzeugen? Nichts als ein Zaubertrick. Mahetto, omae ga militeku to no senben sensu o yūryo shite ita toki, Er ist es. Großvater, wie lauten Ihre Anweisungen? Hanako no shiji ni shitawa. Hanako no hassuru kotoba wa subete watashi no kotoba dōzen da. Gibt es Einwände? Was passiert hier? Jemand hat offenbar Einwände. Wer hat die Sperre ausgelöst? Waren Sie das? Ist das Ihr Werk, Hanako?
Haben Sie das getan, damit wir einander wie Ratten im Käfig verschlingen? Hörst du? Haben Sie noch mehr Abschaum von der Straße mitgebracht? Ich habe... Wow! Lade nach! Brauche Deckung! Neuaufstellung, Konzentration! Alter, okay. Eliteeinheiten. Er wollte uns neutralisieren. Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit gehen würde. Ich rufe Reuter zusammen und übernehme den Arasaka Tower. Du suchst meinen Bruder. Dieser Fahrstuhl bringt dich zum oberen Atrium. Von dort erreichst du Yorinobus Etage. Ich will ihn unbedingt lebend haben. Lebend? Nach all dem? Er ist mein Bruder. Wenn ihm auch nur ein Haar gekrümmt wird, ist unsere Abmachung nichtig. Was? Hajime nasai. Tatemo no zentai yo. Sore de ii. Ah, Mann. Ani no buka, hitori nokorazu koufuku suru made. Boukoku o matteru wa. Oh, shit! Na? Bist du? Ah ne, du bist ein Freund, okay. Mehr oder weniger Freund. Ich bin zu jung zum Sterben. Ja, dann komm. Boah, voll daneben. Oh, oh. Boah. Alter, weil langt's, ne? Ich brauche eine Nahkampfwaffe. Es hilft einfach nichts. Ich brauche meine Nahkampfwaffe. Komm her! Wir müssen eigentlich nur laufen. Hoch! Puh! Oh Mann, ey. Was? Wer konnte mich jetzt durch den Aufzug sehen? Am Ende des Flurs sind ein Atrium und ein Fahrstuhl. Sei vorsichtig. Ich glaube, auf der Etage erwartet dich ein Kampf. Ach nee. Sag bloß. Ich lad mal gerade nach. Okay, warte mal. Wir versuchen mal alle Kameras auszuschalten. 1C, 1C. 5. Ja. FF.
Okay, warte. Wir können jetzt mal gerade ein bisschen stealthy gehen. Okay, der scheint gechillt zu sein. Dem verpassen wir nochmal einen Kurzschluss, so. Wir haben ein Problem. Die Fahrstühle sind deaktiviert. Meine Leute holen sich in Kürze den Kontrollraum. Geht zum mittleren Fahrstuhl. Auf Ebene 3. Schlecht. Wo? Wohin? Bin ich hier richtig? Nee, ich muss da hinten hin. Ach, hier, alles klar. Wehre mich dem Ziel! Auf der anderen Seite sind noch mehr Quellen. Alter. Nehmt ihn in die Zange. Verstanden. Wo sind wir denn? Ach, da hinten ist noch so ein kleiner Penner. So. Okay, hier rein? Nee. Da geht's lang. Hier hoch. Boah, na komm! Boah. Munition leer! Lade da! Kaboo! So, Ruhe hier. So, wir sind durch. Wir sind im Fahrstuhl. Wunderbar. Die Gebäudesperre wurde aufgehoben. Sei vorsichtig. Yorinobus Leute erwarten dich mit Sicherheit. Ich werde dazustoßen, wenn die Situation unter Kontrolle ist. Ja, genau. Erstmal die Drecksarbeit machen lassen.
Das Schwert war bisher echt viel wert. Ich brauche eine Schnellfeuerwaffe, hilft nichts. 2067. Eine Arasaka-Leibwache stellt sich bei einem Attentatsversuch schützend vor den Tenno. 2071. Arasaka-Sicherheitsleute verhindern einen Massenaufruhr in San Francisco und bewahren die Stadt vor der Zerstörung. 2074. Arasaka-Leute decken eine Terrorzelle in Rio de Janeiro auf, woraufhin eine Anschlagsserie gestoppt und die Verantwortlichen hingerichtet werden. In Kürze kommt Netrunner Unterstützung. Auch noch? Ach du Scheiße! Frisst! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Wachen sind erledigt. Weiter vorne ist ein großer Turm. Bewacht von den beiden Leuten, haben sich um die Türen gekümmert. Du kannst weiter. Oh Gott, und unser Relic spinnt auch schon wieder rum. Gut, dass wir so viele Splittergranaten haben. Oh nein! Das wird ein hartes Stück Arbeit. Oh, fuck. Oh, Smasher! Kann ich den hacken? Das ist sehr gut. Anfällig gegen Strom. Feuer frei. Adam Smasher. Ich wusste es. Verdammt. Tja. Meine Netrunner-Fähigkeiten sind ein bisschen stärker geworden, hä? So. Kurzschluss. Nochmal. Feuer frei, mein Freund. Boah, jetzt sind da hinten nur noch so Penner. Alter, wer schießt hier? Vielleicht bringt das ja was? Wo ist Smasher, der Bastard? Welche? Der hat gesessen. Komm, der nächste. Den kriegen wir auch noch. Kommen die immer wieder neu? Solange bis wir Smasher platt gemacht haben. Rosa.
Meine Fresse. Hey, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ganz ruhig. Wenn wir seine Cyberware stören, dann kann er sich ja eigentlich nicht mehr bewegen. Ja, nice. Oh, 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 oh. Mist. Oh, aua, 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 aua. Oh, Alter. Ja, komm, noch einmal Kurzschluss. Der braucht nicht mehr viel. Der ist doch bald gar nicht mehr da. Warte mal. Wie am Mantis klingt. Habe ich ja vollkommen vergessen. Adam Smasher ist endlich. Was meinst du, Johnny? Der Wichser ist schrottreif. Das muss wohl reichen. Adam Smasher, bleib einfach liegen, du rostiger Schrotthaufen. Was hältst du davon, Johnny? Das war für dich. Cool. Ich habe die ganze Zeit, das habe ich ja vollkommen vergessen. Wir haben ja, ich habe mir zufälligerweise, habe ich mir zwischen den Folgen Mantis Kling besorgt, ja. Puh, oh Gott sei Dank. Kann ich speichern? Oh Gott sei Dank. Nein! Fast. Da. Komm schon, wie? Ich ebenso. Und bitte. Ihm darf auf keinen Fall etwas zustoßen. Das sehen wir noch. Keine Sorge. Das Vergnügen überlasse ich dir. Würde Freude nimmt ein würdes Ende. Du? Wo ist meine Schwester? Deine geliebte Schwester, die deine Leute fast umgebracht hätten. Sie sollte in Anwesen bleiben, wo sie sicher ist. Ich habe versucht, sie zu schützen. Ihre Gefahr, in der sie schwebte, ging von dir aus. Ha! Sonst keine. Wo ist sie? Sie kommt gleich.
Bis dahin behalte ich dich im Auge. Also, tu nichts Dummes. Warum sollte ich? Ich habe alles getan, was ich konnte. Mir bleibt nichts. Die brauchst du nicht. Sie hatte nur noch eine Kugel. Und die ist nicht für dich. Sieh hin. Was erblickst du? Ein Kerl, der verloren hat. Nur einen? Ich sehe Millionen. Kyoto. Dubai. Hä? Paris. Diese Leute hatten heute eine Chance, aber sie haben sie verloren. Eine Chance? Eine Chance? Worauf? Ihre Angst zu vergessen. So hilfst du den Leuten, ihre Angst zu vergessen, indem du sie umbringst? Tut mir leid. Aber das verstehe ich nicht. Angst. Solange ich mich erinnere, eine Sache muss ich ihn lassen. Er wusste, wie man den Leuten Angst machen kann. Saburo. Oh nein, es wird immer schlimmer. Er hat mir mal gesagt, alles vom Wert ist wie Flaggen im Wind. Und der Wind ist die Angst. Und dann, weißt du, was er getan hat? Mir ins Gesicht gepustet. Doch dieses eine Mal lag er falsch. Bei anderen ging sein Plan auf. Er wurde gefürchtet. Selbst jetzt noch. Du warst dort. Idioten, die sich vor einem Toten fürchten. Erbärmlich. Das wollte ich ändern. Wärst du doch nicht aufgetaucht. Du hast mal eine eigene Gang angeführt. Und dann hast du all deine Ideale vergessen. Für Macht. Macht? Ernsthaft? Macht? Vor 50 Jahren jagten Terroristen dieses Gebäude in die Luft. Ja, hab davon gehört. Und? Was hat es gebracht? Nicht viel. Gar nichts. Aber ich hab daraus gelernt. Wenn Bomben hochjagen nicht reicht, was tun? Selbst zur Bombe werden. Hanako. Hanako. Nisan. Warte, ich dazu. Sekai ga kuzure saru toki wa kanarazu omae ga soko ni iru. Yamete. Ich danke dir, V. Das wäre alles. Nicht ganz. Noch nicht. Ich halte mich an unsere Vereinbarung. Du gehst mit Hellmann. Und du? Ich bleibe bei meinem Bruder. Ach, komm, sehen wir uns dein Problem an. Komm schon, wir haben es fast geschafft, komm. Das Schicksal ist mächtig flatterhaft, was? Wovon redest du? Du kämpfst dein ganzes Leben gegen irgendwas, nur um am Ende selbst dieses Etwas zu werden.
Buchstäblich. Da. Skalata. Auf eine letzte Fahrt gehen.